Und zwar ist ab jetzt der Aufruf gestartet, dass ihr Fragen reinstellen könnt für mein neues Format Frag den Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder eine Runde Jump League. Wer hätte es natürlich gedacht, wenn PvP kommt, dann meistens nur Jump League. Aber nicht nur, es kommt auch in den nächsten Wochen mal wieder ein anderes PvP-Video. Aber wie gesagt, heute Jump League auf dem Playmunity-Server. Es ist zurzeit einfach mein Lieblingsspiel-Server, den Spielmodus, den ich am meisten suchte irgendwie in der letzten Zeit. Deswegen, genau. Habe ich heute mal wieder Jump League ausgewählt, weil ich ein bestimmtes Thema ansprechen wollte. Aha, Modul 2 gestorben. Und egal wie diese Runde jetzt wird, ich nehme sie trotzdem, weil ich einfach nur eine ganz kurze Info raushauen wollte. Und zwar ist ab jetzt der Aufruf gestartet, dass ihr Fragen reinstellen könnt für mein neues Format Frag den Stefan. Das habe ich ja schon mal vor ein paar Wochen oder so in einem Infovideo gesagt, dass ich gerne mal so ein ganz kleines Format machen möchte, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu stellen über YouTube, über private Dinge auch gerne. Wenn sie nicht zu privat sind, nehme ich die auch gerne mit rein. Aber genau, da habe ich ja dann gesagt, ich werde nochmal ein Infovideo machen, wenn ich dann dazu bereit bin, wenn ich mich in der Lage fühle oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall habt ihr ab jetzt die Möglichkeit unter das Video schon oder halt mir auf Twitter, ja, falls ihr mir auf Twitter noch nicht folgt, schaut mal unten in der Videobeschreibung, dort ist der Link zu meinem Twitter-Account, dort könnt ihr auch mit dem Hashtag dann Frag den Stefan eine Frage an mich stellen und dann mache ich, wenn ich genug Fragen habe, mal ein separates Video, wo ich die Fragen beantworte und ja, das Format möchte ich so gerne, ja, halt je nachdem, wie viele Fragen anstehen, ne, also ich kann jetzt nicht sagen, ja, jetzt kommt jeden Samstag so eine Folge von Frag den Stefan, nein, wenn ich dann halt genug Fragen habe, dann werde ich ja mal ein Video darüber machen, aber genau, so habe ich das geplant. Und wie gesagt, nochmal jetzt ganz zum Schluss, ihr könnt jetzt unter dem Video, ihr könnt auch auf Twitter, wie gesagt, mir jetzt schon Fragen stellen, mit Hashtag Frag den Stefan über YouTube, über Privates und hast du nicht gesehen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück kommt eine Frage in meinem Video, ich denke aber schon. Ich bin jetzt nicht so der große YouTuber, wo ich unter 10, 15 Fragen mich entscheiden müsste. Ich denke mal, da kann ich jede Frage mit reinnehmen. Und deswegen, genau, habe ich jetzt dieses Infovideo gemacht. Oder ich sage euch diese Info in einer Runde Jump League. Und jetzt versuchen wir noch diese Runde Jump League so gut wie es geht zu Ende zu spielen. So, wie zum Beispiel, ah, super, ein Steinschwert. Und ein Eisenbahn. Ich ziehe schon mal meine Rüstung an, dann habe ich das hinterher nicht. Das, wie gesagt, das fällt mir auch noch immer bei ganz vielen Leuten auf, dass sie sich erst immer hinterher umziehen. Also das heißt, wenn die Jump-Runde, oh nein, wenn die Jump-Runde vorbei ist, dass sie sich erst dann, wenn sie schon im Deathmatch sind, dann ziehen sie erst ihre Sachen aus und ja, in der Zeit, wenn es ganz blöd läuft, wenn sie ganz blöd stehen, dann kann der kleine HSPLP von hinten kommen und kann die einfach mal umsetzen. Zum Beispiel, dann kann ich die nämlich schon töten, obwohl die gerade noch gar nicht ihre Sachen anhaben. Und dann kommen sie wieder mit irgendwelchen Sachen, ah, du hackst und ihr macht Team und so. Und ja, da denke ich mir auch nur, Junge, mach einen Kopf zu. Mach einen Kopf zu. So, ich sehe rechts, das ist heute ganz spannend und sehr eng zusammen. Also ich habe oben einen ganz großen Konkurrenten, diesen X-Chili. Der ist nämlich ein ganz großer Konkurrent von mir. Werden wir wahrscheinlich auch gleich an den Stats sehen, wenn ich dann mal auf die Stats schaue. Aber ich denke mal, nicht. Ah, fuck, ey. Weißt du, dann auf in der Aufnahme hätte ich das jetzt geschafft. Oder ich sag mal so, hätte ich nicht aufgenommen. Dann hätte ich den Sprung gleich zum ersten Mal geschafft. So, dann hier irgendwie Rakete rum. Die Rakete ist nicht besonders schwer. So, oh, super. Eisenhose, Eisen, Brust, Panzer, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch ein paar gescheite Schuhe. Aber wenn ich ins Ziel reinspringe, wenn ich das in der Zeit noch schaffe, kriege ich ja Dia-Schuhe, wisst ihr ja wahrscheinlich. Oh, ich habe eine Handy-Benachrichtigung. Da hat irgendeiner unter meinem Video kommentiert. Genau, hat wieder irgendeiner unter meinem Video kommentiert. Vielen Dank dabei, nebenbei. Vielen Dank dafür. So, hier ist immer ein bisschen kritisch. Nein, ist nicht kritisch. So, ein Zauberbuch. Jetzt bräuchte ich noch ein... Habe ich das Brot? Ja, Brot habe ich. Jetzt bräuchte ich noch ein Zauberbuch und einen Zaubertisch. Könnte ich mein Steinschwert verzaubern. So, Modul 10 sind wir aber schon. Das heißt, wir bräuchten in der letzten Kiste jetzt ein Zauberbuch und einen Zaubertisch. Und ich glaube aber nicht, dass das... ja, dass ich so viel Glück haben werde. Nein, doch nur was zu essen. Aber wir haben trotzdem gute Ausrüstung. Wir haben leider keine Angel. Ich meine, ich war ja früher auch immer gegen die Angel. Aber heute spreche ich mich für die Angel aus. Ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man damit halbwegs gut umgehen kann. So, einmal und der letzte Sprung. Miau. Genau.
HSBP hat das Ziel erreicht. Na, kommen wieder irgendwie Hex. Ach, guck mal, der Blue Tony hat gerade noch meine Stats gesehen. Deswegen ist er ganz schön noch gelieft. Okay, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, genau, das ist übrigens die Endmap Bayview. So, und jetzt gucke ich mal, wie das Ganze hier läuft. Da hinten sehe ich doch schon wieder jemanden, der kommt und staubt gleich wieder ab. Ich, da! So, Leute, hasse ich ja wie die Pest. So, genau. Renn am besten genau immer dem hinterher, der die besten Sachen hat. Komm hier hoch. Ich habe übrigens hier noch einen TNT. Komm hoch, komm. Zack, jetzt hast du schon mal ein bisschen mehr Schaden gekriegt. 4 Herzen oder so. Jetzt habe ich aber leider kein TNT mehr. Aber ich musste es tun. Ich musste es tun. Ich konnte gar nicht anders. Oh ja, den Kill staube ich mir jetzt mal ab. Tut mir so leid, aber den Kill staube ich mir jetzt leider mal ab. So, da brauchst du auch gar nicht verschwinden. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Was hast du denn hier geraucht? Und der nächste kommt auch noch. Jawohl, komm. Ah, heute rick ich aber jeden. So, eine Angel hat der auch noch. Oh, ein Zaubertisch. Sehr gut. Jetzt brauche ich bitte noch jemanden, der noch ein Zauberbuch hat. Ich meine, ein unverbrauchtes Zauberbuch. So, dann wollen wir mal gucken. Da hinten zeigt mir mein Kompass. Wo ist er denn? Wo ist er denn der Nächste? Wo ist denn der Nächste bei mir in der Nähe? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, da sind zwei gleich. Da könnte ich ja mal ein bisschen abstauben, ne? Ich meine, ich mache das nicht so gerne, aber bei dir muss ich das leider machen. So, du warst mein schärfster Konkurrent im Jump'n'Run und jetzt läufst du weg. Und hinter mir ist auch einer. Ich glaube, der verfolgt uns jetzt. Schön zu dritt, Alter. Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Komm. Ah, der hat noch einen TNT und einen Bogen. Komm. Hast du noch einen Bogen vielleicht? Komm. Oh, Feuerzeug. Oh. Ist einer hinter mir? Nein. Ich habe gedacht, der Typ, der hinter dem war, der würde jetzt auch hinter mir hinterhergehen. Oh. Ich brenne. Aber ich ragge ja noch, oder? Nein, leider nicht. Oh, das scheint eine schnelle Runde zu werden. Scheint eine sehr schnelle Runde zu werden. So, da hinten wird mir der nächste angezeigt. Da hinten? Nee. Wir gehen mal hier hoch. Oh, drei leben nur noch. Das geht jetzt aber schnell. Das geht jetzt aber rucki die Zucki. Der hat ein Feuerzeug. Oh, zwei sind noch übrig. Ah, ich bin mit dem alleine. Mit dem. Na, räumst du noch die Kisten aus? Freunde. Junge, wenn du mich siehst, dann musst du immer. Ah, scheiße, wachsam sein. Schade, das hätte ich nochmal ausnutzen können. Vielleicht hätte er ja noch irgendeinen Zauberbruch gehabt. Aber okay. Jetzt haben wir nur noch den einen mit dem einen Leben. Den wreck ich jetzt auch noch. Komm, den frack ich jetzt auch noch. Ah, komm hier hoch. Komm. Lass mich doch schon gesehen. Komm hier hoch. Komm, ich sneake mal. Mal gucken. Ja. Schön blöd, wenn man das TNT nicht richtig setzen kann. GG, hier bin ich. Oh, ich glaube, jetzt hat er mich. Ah, er könnte mich haben. Hat er. Oh, Alter. Knapp zwei Herzen. Okay, wir haben eine schöne Runde gehabt. Wie sieht es bei den Stats aus? Ah, immer noch Rang 72. Ich komme einfach irgendwie nicht höher. Naja, ich würde sagen, das war's. Ein ganz kurzes Infovideo, aber ihr wisst jetzt Bescheid. Fragen mit dem Hashtag, fragt den Stefan jetzt unten in die Kommentare unter auf. Oder auf meiner Twitter-Seite. Die Twitter-Seite steht nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. So einfach ist das hier. Also, macht's gut, schönen Tag noch. Ciao.